So, dann herzlich willkommen zu einer neuen, bestimmt aufregenden Börsenwoche hier auf JFD Brokers Live TV. Der DAX hat ja heute gleich mal positiv vorgelegt. Er konnte mit einem Abwärtsgap starten, also auf Future, auf FDAX-Basis. Ich muss jetzt hier gerade nur kurz was schließen. So, auf Xetra hat er eben auch ein kleines Gap eröffnet, ja, konnte bis auf 10.449 ansteigen, aber auf Schlusskursbasis jetzt im Stundenchart konnte er den EMA 10 bzw. die Rainbow-Unterkante nicht überwinden und aktuell steht er bei 10.085 rund. Und an einer Fibonacci-Marke hier. Schauen wir kurz den Wochenchart an. Hier ist er eben jetzt über der Wolkenunterkante eben in den Handel gestartet. Und hier bleibe ich auch bei meiner Einschätzung vom Wochenende bzw. auch vom Freitag. Es besteht die Chance, dass wir hier ja, Richtung 10.800 beziehungsweise eben 10.750 ansteigen könnten. Ob jetzt natürlich diese Woche auf 10.8, 10.9 gleich. Ja, das sind viel zu viele größere Ereignisse wie die FED-Sitzung am Mittwoch und natürlich der dreifache Hexensabbat am Freitag, die das Bild theoretisch schon noch umkehren können beziehungsweise eben auch kurzfristig für Irritationen sorgen könnten. Aber wenn man jetzt hier auch dieses Setup, also für Trend-Trader, die sollten eigentlich eben auf Stundenbasis, sind sie sicherlich nicht im DAX engagiert. Hier ist es definitiv ein Abwärtstrend. Konnte nicht über die 10.660 Marke ansteigen damals. Und wenn man jetzt hier sieht, ob das jetzt hier ein astreiner, den Trendkanal könnte man auch leicht anders legen, aber man sieht eben hier ist er eben bärisch an der Unterkante eben abgeprallt. Ja, ob jetzt punktgenau oder spielt jetzt hier keine wirkliche Rolle. Jedenfalls hier die Trendhändler sollten definitiv nicht long im DAX sein. Was gibt es sonst noch zu sagen? Hier noch die bei den US-Märkten, was sowieso im Prinzip positiv stimmt und wer die Videos am Wochenende gesehen hat, ist hier definitiv nichts passiert. Wir sind jetzt hier an die Unterkante des Trendkanals angelaufen, sogar mehr oder weniger fast punktgenau. Und eben mit dem Wochenchartbild vom S&P 500 Index, was dauernd mitläuft, könnte eben noch bis Wochenmitte wie hier immer wieder noch kleinere, nach so einer schwarzen Kerze könnten immer noch kleinere Tiefs eben auch im regulären Handel entstehen. Aber dann sollte es eben anziehen. Beim Nasdaq 100 Index würde ja hier die Zone zwischen 4560 und 4530 eben benannt. Und ja, 35 war jetzt hier das Tief. Also hier ist im Prinzip von prognosetechnisch auch alles im Lot. Kommen wir noch schnell zu den Setups. Mit Linde hat es eben letzte Woche einen Wert erwischt, aber das war wirklich sehr antizyklisch. Ging unter den Stoppkurs drunter, erreichte jetzt dann wirklich komplett die Trendkanalunterkante. Aber aktuell, ja, es gibt sicherlich eben hier bessere Werte, wie zum Beispiel eben eine BMW. Hier ist für mich eben auch wichtig, dass dieser Wert in dem Unterstützungsbereich verweilt und eben nicht darunter geht. Und ebenso bei der Daimler-Aktie. Hier ist es alles auch noch im Lot. Aber sollte es eben hier per Schlusskursbasis drunter gehen, dann dürfte eben auch der DAX ja
sicherlich an die. Im DAX habe ich noch hier ein Chartbild. Dann dürfte eben der DAX sicherlich an die 10.188 Punkte gehen. Aber solange eben die großen Werte wie jetzt eben die Daimler oder BMW im Unterstützungsbereich noch liegen, gehe ich davon aus, dass wir hier eine kleine Bodenbildung erleben und im DAX nicht mehr, höchstwahrscheinlich nicht mehr unter das Tief von 10.300 Punkten gehen. Aber dafür sollte es eben auch eigentlich das heutige Gap nicht geschlossen werden und eben sich an der 10.372er Marke abstoßen. Das wäre zuerst mal der Überblick für heute. Danke fürs Zuhören und ich schaue mal, was die Märkte noch so ergeben für Setups. Danke.